Smell die Songs. Herüberspringen. Jetzt holen wir das Schwert zurück. Oh. Das war mit X. Das Schild. Okay, ich bin nicht drüber gestolpert. Jetzt habe ich zum Glück wieder das Schild. Nein! Spielsteuerung erstmal kapieren. Da ist das Schwert. Okay, da komme ich wahrscheinlich nicht so sehr hoch. Okay, mit Schwert kann ich aber jetzt nach in die Richtung gehen. Versuche ich mal. Die Wache liegt ja einfach rum und fault. Oh nee. So, kann ich jetzt hier durch? Oh, ich sehe, du trägst das legendäre Schwert. Ich werde die Brücke senken. Okay. Müssen wir hier ein bisschen. Okay, trinken können wir nicht. Diese Saat wurde vom Drachen komplett zerstört, Gott sei Dank. Na, ganz restliche Lebensmittelvorräte sicher unter der Erde. Können auch Sterne von Monstern besiegt werden? Das würde ich mich mal fragen. Der ist Hakenklaue. Okay. Mehr Tools. Okay. Aha. So nutzt man die. Okay, die Steuerung braucht noch ein bisschen, bis ich die kapiert habe. Und hier ist noch ein Tool. Bomben. Pilzbomben. Womit setzt jetzt Bomben ein? Mit Z? Oh, ich habe aber viel dabei. Das Schwert. Oha, da geht's runter. Was? Zweiges Hieb brachte Felsblocke mit qualvollen Schmerzen ins Krankenhaus. Ihre Familie verbrachte Tage an ihrem Bett und betete für ihre Genesung. Nachdem sie tausende von Scheren besiegt hatte, hätte sie nie erwartet, von einem Schwert besiegt zu werden. Du Monster! Ende 32 von 100. Ja. Fünf Monate später. Niemand hatte Zwergi mehr so gesehen wie zuvor, nachdem er das mit den Armsteinen gemacht hatte. Facebook war wieder bei ihrer Arbeit, aber Zwergi hatte etwas gut gemacht, gut zu machen. Okay. Kann man eigentlich auch. Ich weiß, dass man Leute umarmen kann. Wie ging das nochmal? Controller fällt das in ZX.
WX, VX, ZY, WASD, U, Leer und E. Das macht mehr Sinn. Nehmen wir das. Ich hab das Schild. Okay. Weiß noch nicht, wie man Leute umarmt. Ich brauche ein Schwert, um hier weiterzugehen. Ja, ja. Dann brauche ich den Haken, um hochzukommen. Ach, als ob. Zwergi richtete diesen Schergen wirklich übel zu. Er stach tagelang drauf ein, bis er zu einem Teich aus purpurrotem Brei wurde. Warum Zwergi? Woher kommt solch ein unermesslicher Hass für solch ein entzückendes Wesen? Tyrann. Sehr schön, das wusste ich nicht. 3 Wochen später. Ja, 7 Tag 198. Zwergi kehrte nach Hause zurück, nachdem er seine ziellose Rache an diesem Schergen vollbracht hatte. Zeit, wieder ins Abenteuer einzusteigen. Wir müssen mal was anpassen hier. Das Evil Zwergis Haus. Muahaha. Okay, wir holen den Haken und dann kommen wir mal zurück und gucken mal, wie wir da hochkommen. Okay, hier kann ich nicht ertrinken. Achso, ich wollte eigentlich zurück, aber Bomben einsetzen wollen wir noch. Wie setze ich die ein? Wie setze ich eine Bombe ein? Das wüsste ich gern. Jetzt zeige ich Bomben, aber ich weiß nicht, wie ich die einsetze. Brunnenschacht. Okay. Okay, da kommen wir nicht durch, oder was? Oh. Hast du mir nicht gemerkt, aber so macht man es wohl. A mit E. So kommen wir hier hin. Jetzt wird das Schild nicht gelesen, das Arme. Achtung! Okay. Vielleicht konnte Evil Zwergi das Schild nicht lesen. Vielleicht wusste er nicht, was ein Piranha war. Vielleicht war er nur ein Idiot, was er sicher war. Piranha-Futter. Schwimmen gehen. Was meint wohl Achtung? Was haben die wohl damals gemeint? Die Wache fand die Leiche von Evil Zwergi neben dem See und brachte sie nach Hause. Sein Glückshut war jedoch irgendwo verloren gegangen, sodass jetzt jeder seine glänzende Glatze bemerken würde.
Ja, 7, Tag 212. Ich bin Idiot. Ich kann nicht lesen. Ich kann Zahlen. Blöd zum Zahlen beherrschen. Okay, ich wollte hier mal hoch. Ich werde mal hier mit dem Greifhaken zurückkehren. Mal hier. Kannst du mich mal umbringen? Du lass mal versuchen. Oh ja. Evil Zwengi erwartete, dass diese kleinen Scherben harmlos waren oder zumindest nur ein Herz ins Lebensraum würden. Ratet mal, genau das haben sie genommen. Das schwache und kleine Herz von Evil Zwengi. Bitte näher und bitte nerf das. Das der Ende 3 von 100. Ah, da haben wir gleich die erste Reihe voll. Das. Jeder in der Stadt wusste, dass Evil Zwengi ein herzloser Bastard war. Also war die Wunde nicht so schlimm für ihn. Aber vielleicht war es doch keine schlechte Idee, das nächste Mal ein Schild zu tragen. Vielleicht auch so hoch. Ich könnte mal eine Bombe hinlegen und das mal versuchen. Das wäre echt nicht schlecht. Königliche Königreich hat alle mit Steuern belastet, keinen öffentlichen Dienste geleistet und wurde immer von Psychos regiert. Die Bombe von ganz Evil Zwerg hier direkt unter dem Thronsaal hat das geändert. Es war an der Zeit, dass jemand etwas unternahm, anstatt nur zuzusehen. Lebe den Widerstand. Ending Nummer 60. Ja. 5 Jahre später. Ganz Evil Zwergis Staatsstreich etablierte ein demokratisches System, in dem jeder seine Meinung durch Abstimmung äußern konnte. Bei der ersten Wahl gewann der reichste Mann der Stadt und bald war alles wieder so, wie es vorher war. Ja, typisch Demokratie. Demokratie zurückgebracht. Ist jetzt rehabilitiert. Der Held der Nation. Demokratie ins Dorf gebracht. Hat aber nichts geändert. Können wir die vielleicht mal nutzen? Ich meine, damit könnten wir auch unten weiter, aber. Okay. Das triggert irgendwie kein Ending. Ah, jetzt können wir hier durch. Das tut dem Stein nicht weh. Nur das Schlagen. Ein Knopf. Die löst nichts aus. Musige Höhle. Eine Macht ohne Grenzen ist an der Spitze dieses Tempels, versiegelt außerhalb der Reichweite vom dunklen Lord. Ah ja. Ich werde jetzt mal runtergehen. Den Hebel kann ich nicht aktivieren.
Wie schade. Kriegt man hier genau irgendwie hoch. So hier. Oh, das ist durchlässig. Nein. Okay, vielleicht können wir hier runter. Geh über den Altar, um der Gegenstände zu opfern. Okay. Opferaltar. Zwei fehlen da noch.